Was ich am häufigsten beobachte, ist tatsächlich, dass viele, viele Frauen, und das betrifft uns in der westlichen Welt, besonders Deutschland ist da sehr gut drin, die männliche Art der Konfliktbewältigung gelernt haben. Ne? Also die also über Leistung und Kontrolle zu ihrem Erfolg gekommen sind bisher. Ne? Gutes Studium, gute Ausbildung, gute Noten und Pünktlichkeit, Ordentlichkeit. Das hat uns viel, also weit gebracht, aber das ist die Nutzt beim Kinderwunsch überhaupt gar nicht. Und das ist das Schöne, wo ich immer denke, am Anfang habe ich immer gedacht, die Frauen sollen sofort schwanger werden. Das war so mein Anspruch, ganz schnell schwanger werden. Aber ich habe so mehr und mehr das Potenzial dieser Kinderwunschzeit entdeckt als eine Riesenchance für die Frauen. Weil wenn ich sie länger begleiten darf, dann haben sie natürlich auch die Gelegenheit, erstmal sich mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Also wie sehe ich meinen Partner mit anderen Augen? Ne? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Frustration um? Oder wie komme ich zum Ziel ohne Druck? Was ist mit meiner eigenen Mutterrolle? Was ist mit meinen Ahnen? Ja? Also gerade die ganzen Geschichten der mütterlichen Linie ist ja so wichtig, da mal zu schauen, was ist da im System noch vorhanden? Und genau da bin ich immer dabei, erstmal zu ermutigen, guck mal, wie deine Ressourcen vielleicht ganz neu geweckt werden können. Wie komme ich zum Ziel mit Vertrauen, ja, mit tiefem Vertrauen in meinen Weg, in meine Weiblichkeit, ins Universum von mir aus, ja, oder in Gott oder in die große Mutter oder jeder hat da so sein Bild, aber mal weg von diesem patriarchal angehauchten, ja, Kontrollmechanismen, die wir so gut gelernt haben.